So, hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Part Let's Play SAMP Live You Dream. Ja, warum wir hier spawnen? Ich schätze, ich habe einfach vergessen, slash Spawn Change zu machen, oder? Außer ich tippe mich, Spawn Change. Ja, gut, damit wäre das auch geklärt. Ich dachte schon, ich bin wieder rausgeschmissen worden oder was in die Richtung. So, was gibt's denn Neues hier? Es gibt eine Neuerung, die indirekt auch YouTube betreffen wird, ja. Und zwar, ja, kann ich sagen, ist was passiert, das mich wirklich überrascht hat, ja. Also wirklich überrascht, ja. Das war überraschend. Und zwar, ja, haben wir in der Schule eine freie Stunde gehabt und sind alleine im Klassenzimmer gelassen worden. Wurden allein im Klassenzimmer gelassen. Und wir haben ja bei uns auf der Schule diese geilen Whiteboards. Ja, das heißt, wir hatten freien Internetzugriff. Und es gibt natürlich so ein paar Leute, die denken, das ist dann immer lustig, die YouTube-Videos von anderen zu gucken, ja. Also, ihr könnt ja wahrscheinlich schon denken, was jetzt kommt. Wurden meine Videos angeguckt, ja. Und das Krasse ist, ja, ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich habe wirklich konstruktive Kritik bekommen, ja. Das Ganze hat sich so ungefähr so angehört, damit ich so schnell spreche und zu undeutlich, ja. Das heißt, das werde ich jetzt mal versuchen zu ändern. Also, betrifft das schon indirekt YouTube, oder? Ach, schon immer wollte ich mal eine lustige Geschichte aus meinem Leben erzählen. Gut, sonst gibt es nichts Neues, außer, dass ich jetzt ein Nebenprojekt gefunden habe, und zwar Flight Simulator X, den dürft einige von euch kennen. Ich habe auch schon mal ein kleines Let's Play davon gestartet. Und jetzt eben erstmal die Missionen oder wie auch immer man das nennt. Und dann, ja, wird das dann auch die Tage anfangen. Jetzt wahrscheinlich dann in den Ferien. Und mir fällt gerade auf, das ist der 99. Part. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich Premium. Dann wird bald paar 100 kommen. Das heißt auch bald ein Infovideo, da ich mir überlegt habe, komm, mach zu paar 100 einen Livestream. Ja, das wird dann auch bald kommen. Nicht? So. Ich bin gerade wohin unterwegs? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich laufe zur Stadthalle. Ja, das könnte hinkommen. Und Job bin ich zurzeit Busfahrer. Das könnte ich mal wieder ändern. Ich habe ja alle Scheine, also es ist relativ egal, was ich dann mache. Ach, ich wollte, glaube ich, eigentlich zum Haus laufen und mein Auto holen. Naja. So. Übrigens, warum ich mir nichts gemietet habe, man kann sich, soweit ich weiß, nur bis Level 3 oder 4 was mieten und ich bin jetzt Level 7, also. Nee, eher weniger. Gut, eine Sekunde mal. So, ich musste was trinken. Denn deutlich reden ist anstrengender, als manche Leute vielleicht denken. Gut, Arbeitsamt. Erstmal gucken, was es so gibt, ja. Ich will ja nicht voreilig handeln. Ich könnte. Das ist irgendwie alles nicht so das Wahre, nicht? Also, ich werde natürlich nur legale Berufe machen. Wie eigentlich immer auf dem Server. Ich bin eigentlich recht froh über meine Statistik. Ich könnte wieder Pilot werden, war ich allerdings schon. Und da fliegt man auch nur rum. Was war ich denn noch nicht? Das sieht danach aus, als wenn ich bald mal wieder in eine Fraktion gehen müsste. Ich würde sagen, ich bleib Busfahrer. Also ein bisschen Busfahren spricht ja nichts dagegen. Dann fahren wir auch gleich eine Runde, um unser Geld etwas aufzufrischen. Ich meine, ich habe zwar viel verdient, wo ich bei der Regierung war, aber naja, ich habe viel verdient und das war's dann auch, ne? So, mal gucken, ob ich noch weiß, wohin die Routen gehen. Ich glaube, Route 4 habe ich immer genommen. Ach, toll. Die packen ja toll. Naja. So.
Ich kann auch in den vor mir gehen, ne? Ja, das. Komm, geht's. Hier. So. Wer packt denn bitte so einen... Ach, was weiß ich. So. So slash Joblock. Ah, nee, nicht. Ich muss gar keine Leute einsteigen. Oh Gott. Startlinie. Linie... Oh Gott, das gibt's doch nicht. So, hier. Linie 2. Habe ich vorhin Linie 4 gesagt? Ich meine Linie 2. Glaube ich. Und Motor. So, jetzt gibt es ja auch das neue Ampelgesetz, wie ich wie ich letzte Folge schon gesagt habe. Das heißt, wir müssen an Ampeln anhalten und mal gucken, wie lange dann so eine Busroute dauern wird. Ich schätze mal, das wird das Ganze ziemlich verlängern. Ich gucke nochmal von wann bis wann. Okay, es gibt keine Zeitbegrenzung, es gibt eine örtliche Begrenzung, und zwar nur in Los Santos. Dann müssen wir eben die ganze Zeit auf Ampeln hören. So, nehmen wir es aufpassen auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Warum habe ich ja schon gesagt, letzte Folge, oh, ja, das war knapp. Warum habe ich ja schon letzte Folge gesagt, eben weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Muss ich gucken, dass ich bald wieder einen Beamtenjob bekomme. Weil nicht geblitzt zu werden ist schon ziemlich Premium. Gut. Ich glaube, das ist die richtige Route. Mhm. Ich kann mich nämlich erinnern, damit ich diese Einfahrt immer verpasst habe. Das heißt, es ist wahrscheinlich die richtige Route. So. Ja, was gibt's denn noch? Es gibt sonst eigentlich nichts mehr. Was ich noch sagen könnte, ist, erstmal nicht wundern, damit ich mich mal wieder nicht an meinem Uploadplan halte. Weil, das seid ihr ja schon gewohnt, jedenfalls die länger dabei sind. Das Ganze muss immer erst wieder ins Rollen kommen, wenn ich eine Pause gemacht habe, und dann dauert das immer ein bisschen, bis dann wieder alles so funktioniert, wie es auch sollte. Und ja, ich denke, es gibt sowieso kaum jemanden, der sich wirklich an meinem Uploadplan orientiert hat. Also dürfte das eigentlich gar nicht so schlimm sein. Und wann Videos kommen, seht ihr dann. Sonst schon zum... Schnell, nicht schon. Schnell zum BSN. Was ist das denn für einer? Ist gut. Park auf der Straße oder was auch immer der da macht. Oh Gott, das gibt's doch nicht. So, aber... Ich will mich ja gar nicht ablenken lassen. Upsala. Ich will mich ja gar nicht ablenken lassen, sondern... Ja, genau das hatte ich befürchtet. Ich verpasse die Einfahrt. Und das ist ganz schön ungewöhnlich, sich an Ampeln zu halten. Ja, ich habe jetzt bestimmt schon einige Ampeln überfahren. Waren einfach nicht dran, nicht, ne? Man denkt sich so, oh ja, Ampel. Mhm. Toll. Ja, das war's dann auch, ne? Aber das würde mich natürlich nicht davon abhalten, versuchen, mich an Ampeln zu halten. Ja, das kann ich euch auch mal hier wieder sagen. Ja, genauso wie in FSX, wenn ihr hier wartet, damit ich Scheiße baue, dann seid ihr hier an der falschen Stelle. So, ich habe schon wieder vergessen, die Stopp einzuschalten. Das gibt's nicht, ne? Muss man kurz schätzen. Oh Gott, das gibt... Ach, das, ne? Sowas meine ich. So werde ich nicht fahren, ja? Ich hoffe, das erwartet auch keiner, oder? Nein, warum auch? Erwarten Leute sowas? Ich glaube nicht, oder? Alter, ganz ehrlich, so ist der Mensch. Blöd. Und warum nicht? Naja, was soll man machen? So, hier ist der Busbahnhof. Oh Gott, nein. Fahrt der dem Checkpoint. Nein, warum versucht er sich reinzudrängeln? Naja, warum denn nicht? Gut, dann ist dieser Part jetzt wieder vorbei. Ich glaube, der war jetzt ein bisschen zu kurz. Wenn ja, dann wird der nächste Part etwas länger. Die nächsten Tage werden jetzt übrigens wieder keine Parts kommen, sondern nur FSX. Außer ich entscheide mich nochmal um und mache ein anderes Nebenprojekt.
aus dem Grund, damit ich jetzt erstmal Folge 100 einen Livestream machen will, beziehungsweise ein längeres Video, das gucke ich. Ich werde dann sagen, okay, Ankündigungsvideo, gebt mir auf das Video XYZ Likes und wenn die erreicht worden sind, dann kommt ein Livestream, wenn nicht ein langes Video. Das heißt, ihr seid verantwortlich, ja? Und ich werde auf jeden Fall eine Like-Zahl nehmen, die möglich ist, weil ich habe teilweise auf Videos 20, 30 Klicks, das heißt so 2, 3, 5 Likes sind schon möglich. Gut, ja, dann hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein hier bei SMP Live Dream. Bis dann und tschüss.